Nordöstlich von Quadrat Ischendorf befindet sich die Fischbachhöhe. In den 1950er und 60er Jahren wurde diese Hochkippe mit Abraum aus dem Tagebau Fortuna aufgeschüttet. In den 70er Jahren wurde diese 163 Meter hohe Anhöhe rekultiviert und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Seit 2018 sieht man aus weiter Ferne drei große Windräder. Innerhalb von nur 5 Jahren wurden diese geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Planung und Bau übernahm die Stawag Energie GmbH. Eigentümer ist die Windpark Fischbach GmbH und Co. KG. Die Stadtwerke Bergheim halten daran einen Anteil von 50%. Bei einer Investition von 2,7 Millionen Euro erwarten die Stadtwerke einen Ertrag von 28,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das ist der Verbrauch von 8000 Haushalten. Errichtet wurden Windräder der deutschen Firma Nordex. Es handelt sich um eine Spezialkonstruktion für Gegenden mit geringer Windstärke. Dank ihrer vergrößerten überstrichenen Flügelflächen sind Ertragszuwächse auch an Schwachwindstandorten zu erzielen. Die Rotornarbe ist zu Wartungszwecken von innen begehbar. In der Gondel befindet sich das dreistufige Planetengetriebe. Auch der doppelt erregte Synchrongenerator findet hier seinen Platz. Links sieht man zwei von 4 Verstellmotoren, um das Windrad in den Wind zu drehen. Das dreistufige Planetengetriebe zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Der Flügelkreis hat einen Durchmesser von 131 Metern. Die Narbe ist 114 Meter über Grund. Somit ergibt sich eine Gesamthöhe des Windrades von 180 Meter. Die Flügel drehen sich maximal 11,6 Mal pro Minute. Die Flügelspitzen erreichen dabei eine Geschwindigkeit von 80 Metern pro Sekunde. Bei einer Flügelfläche von 13.478 Quadratmetern wird dabei eine Leistung von 3 Megawatt erzielt. Die Flügelfläche entspricht in etwa der Größe von 2 Tennisplätzen. Der Hersteller der Anlage, die Nordex SE mit Sitz in Hamburg-Langenhorn, ist ein börsennotiertes Unternehmen. 1985 in Dänemark gegründet, betreibt es die Fertigung, Errichtung und Wartung von Windkraftanlagen. Mit der Entwicklung der Delta-Plattform wurden die Stromgestehungskosten erheblich gesenkt. Dies wurde erreicht, indem die Turbinen der Delta-Generation wesentlich höhere Erträge von unterschiedlichsten Standorten liefern. Die Wirtschaftlichkeit wird durch größere Rotoren und Nabenhöhen sowie eine erhöhte Nennleistung in jeder Windklasse erreicht. Diese Turbinen ermöglichen die Installation auch an Standorten mit komplexer Topographie, wie zum Beispiel Waldflächen. Trotz der deutlichen Leistungssteigerung blieben die Schallpegel in jeder Windklasse niedrig. Hier oben auf der Fischbachhöhe weht der Wind im Jahresdurchschnitt mit 7 Meter pro Sekunde. Das ermöglicht einen Ertrag von 28 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Hier stimmt also Theorie und Praxis und die Stadtwerke Bergheim haben ein sehr gutes Geschäft gemacht.
Einem Invest von 2,7 Millionen Euro stehen somit jährlich Einnahmen in Höhe von 1 Million Euro zu Buche. Der doppelt gespeiste Asynchrongenerator ist ein System aus Schleifringläufer-Asynchronmaschine mit läuferseitigem Frequenzumrichter zur Regelung der Drehzahl und der Blindleistung. Die Ausgangsspannung des Generators beträgt 690 Volt. Durch eine bipolare Transistorsteuerung mit isoliertem Gate wird der Generator mit dem Netz gekoppelt. Diese Steuerung sorgt dafür, dass bei unterschiedlichen Drehzahl immer die gleiche Spannung und die gleiche Frequenz in das Netz eingespeist werden kann. Ohne diese Steuerung hätten wir den Fahrrad-Dynamo-Effekt. Je schneller, je heller. Hier noch einmal alle technischen Daten zum Nachlesen.